Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Recht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Heute geht es mir um das Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice, Präsenzpflicht. Und ich will zugleich mit einem großen Irrtum aufräumen, der mir in der Praxis sehr häufig unterkommt, dass nämlich mobiles Arbeiten auf den Vereinbarungen mit den Verträgen verkauft wird und man der Meinung ist und sicher vereinbart hätte, mobiles Arbeiten und tatsächlich ein Risiko, einen Rucksack mit sich rumschleppt. Wenn der dann mal aufgeht, dann ist der so ähnlich wie die Büchse der Pandora. Heißt, das Ganze kann böse Überraschungen mit sich bringen. Mein Name ist Sandro Wolf, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Herzlich willkommen in meinem Podcast Einfach Recht. Was ich in der Praxis sehr häufig sehe, und das ist letztendlich dem geschuldet, dass das moderne Arbeiten gewollt ist, überholt wurde durch die Corona-Pandemie und man zu den Corona-Pandemie-Zeiten, als dann die Mitarbeiter ins Homeoffice entlassen werden mussten, wenn man zugleich aber Kosten sparen wollte, bei vielen Verträgen dann draufgeschrieben hat, Vereinbarung zum mobilen Arbeiten. Und man dachte, mit diesen Vereinbarungen ist man safe. Jetzt ist das 1, 2, 3 Jahre gelebt worden. Und jetzt ist das in der Welt. Und die Frage ist, ja, wie ist der Status? Was ist denn, ist da ein Risiko drin? Wie kann ich das lösen? Muss ich da was lösen? All die Fragen, die bei den Unternehmen jetzt aufploppen. Und sie ploppen deswegen auf, weil man einheitliche Regeln in den Unternehmen haben will. Denn ich kriege keine neuen Mitarbeiter, zumindest in diesen ganzen Office-Bereichen und alles, was da nur ansatzweise mit zu tun hat, auch bei Vertrieblern, die dann eben auch entsprechend arbeiten wollen. Also einem, ja, ich würde mal sagen, 80% der Mitarbeiter betrifft das mittlerweile, die von solchen Homeoffice-mobilen Arbeiten, gelegentlich mobilen Arbeiten betroffen sind. Und jetzt lass uns mal draufschauen, was bedeutet das eine und was bedeutet das andere. Denn die Unternehmen wissen, sie müssen es anbieten, um neue Kräfte, Mitarbeiter zu bekommen, um Mitarbeiter zu halten. Und sie haben es durch die Corona-Pandemie irgendwie auch schon gelebt. Die Frage ist nur, ja, was habe ich da eigentlich und was bedeutet das? Lass uns mal deswegen in die Unterscheidung reingehen. Was ist Homeoffice? Homeoffice bedeutet, und das ist angelehnt an das Telearbeitsgesetz, zum Thema Homeoffice habe ich schon eine gesonderte Folge gemacht, eine ausführliche Folge auch. Deswegen will ich das hier mal abkürzen, du kannst das dann nachhören. Aber Homeoffice heißt grundsätzlich, dass der Mitarbeiter in seinen privaten Räumlichkeiten die Arbeit ausübt und dort auch die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes und der Arbeitsstättenverordnung gelten. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber sicherstellen muss, dass an diesem Arbeitsort in den Räumlichkeiten des Mitarbeiters, nämlich zu Hause, auch diese gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Und weil er das garantieren muss, ist er auch verpflichtet, die notwendigen Arbeitsmittel zu stellen. Und das fängt eben nicht nur an beim Laptop, bei einer Tastatur und einer Maus, sondern das heißt dann Schreibtisch, Schreibtischlampe, alles, was notwendig ist, Abstände zur Wand, rutschfester Fußboden, da können wir also ganz weit ausholen. Und das hat eben auch eine entsprechende Relevanz, nicht nur auf die Kosten, die deswegen bei dem Arbeitgeber entstehen, nein, er muss natürlich auch zum Beispiel bei der Thema Versicherung, Berufsgenossenschaft als auch Gewerbeaufsichtsamt bei entsprechenden Prüfungen nachweisen können, dass er stichprobenhaftes geprüft hat, beziehungsweise sich in den Vereinbarungen auch Regelungen vorbehalten hat, das prüfen zu können, sprich Betreten der Wohnung beziehungsweise sonstige Möglichkeiten, Abfordern von Fotos, von Stichproben. Also da gibt es verschiedene Dinge, das kann man individuell regeln, das machen wir auch regelmäßig. Nur ich muss es wissen. So, und mit den damit einhergehenden Verpflichtungen entstehen bei dem Arbeitgeber nicht nur entsprechende Abläufe, sondern insbesondere auch investive Verpflichtungen. Ja, also ich hafte nicht nur, ich muss auch investieren, wenn der Mitarbeiter sagt, ich brauche das habe ich nicht. So, was haben viele Mitarbeiter deswegen von ihren Arbeitgebern bekommen, als es in die Pandemie ging? Und es wird auch heute noch sehr häufig so gelebt.
einen Vertrag, da steht drauf, mobiles Arbeiten. Weil beim mobilen Arbeiten gelten eben Arbeitsschutzgesetz, die entsprechende Arbeitsstättenverordnung und so weiter und so fort, die gelten nicht. Denn hier ist es nun so, im Unterschied dazu, dass der Arbeitgeber dem Mitarbeiter nur die Möglichkeiten geben muss, zu arbeiten, mobil zu arbeiten. Das heißt also Laptop, Maus und Tastatur meinetwegen. Auch ohne Tastatur geht das, aber das ist schon wieder ein Detailding. Und jetzt darf der Mitarbeiter im Rahmen der vorgegebenen Dinge mobil arbeiten. Das bedeutet, mobil heißt nicht Präsenz beim Arbeitgeber und auch nicht zu Hause. Ich empfehle, in diesen Vereinbarungen zu mobilen Arbeiten reinzuschreiben, gelegentlich zu Hause. Ja, kann man nicht ganz ausschließen, aber der Schwerpunkt liegt doch darin, dass der Mitarbeiter unterwegs ist und die meisten Verhältnisse, wo mobiles Arbeiten draufsteht, und das sind 90%, sind keine Vereinbarungen zu mobilen Arbeiten. Und nur weil es drüber steht, heißt das nicht, dass das ist. Und es wird auch nicht als solches gewertet. Die Überschrift, die schützt dich vor gar nichts. Ja, entscheidend ist, was drinne ist. Das ist das Gleiche, nimm eine Flasche, ja, da steht Wasser drauf, da drinne ist Wodka. Ja, deswegen trinkst du Wodka. Und deswegen wird man, wenn man das aufmacht und beurteilt, sagen, das ist Wodka. So, und wenn du über eine Vereinbarung drüber schreibst, wir machen mobiles Arbeiten, tatsächlich ist da aber Homeoffice drinne, weil die Mitarbeiter überwiegend oder fast ausschließlich nur von zu Hause arbeiten. Dann nutzt dir diese Vereinbarung nichts. So, und die Arbeitgeber können, wenn wirklich mobiles Arbeiten gelebt wird, dann müssen sie natürlich nicht die ganzen Überwachungen machen. Dann sind nicht die gleichen versicherungsrechtlichen Fragen, dann sind nicht die gleichen Fragen der Investition, wie schreibst du schon sowas gefragt. Das ist dann alles nicht nötig, weil der Mitarbeiter ja an unterschiedlichen Orten arbeitet, die dann definiert sind in dieser Vereinbarung mobiles Arbeiten. Und jetzt drängt sich doch die Frage auf, Mensch, was ist denn eigentlich dann mit den Verträgen, wo mobiles Arbeiten draufsteht, aber Homeoffice drinne steckt? Ja, das sind Homeoffice-Arbeitsverträge. Und jetzt darfst du, wenn du Personalabteilung, HR oder Unternehmer bist, darfst du mal drüber nachdenken, was hat denn das für Auswirkungen? Meine ganzen Abläufe, die Versicherungen, aber auch vielleicht die Ansprüche, die der Arbeitnehmer mir gegenüber geltend machen kann, sind alle ausgelegt auf mobilem Arbeiten, weil ich da mein Risiko dachte, eingeschränkt zu haben. Tatsächlich ist mein Risiko ein vielfach höheres, weil ich nämlich gar nicht vorbereitet bin auf das, was jetzt passiert. Was ist denn, wenn ich 150 Leute habe und da steht mobiles Arbeiten drauf und tatsächlich ist das Homeoffice? Habe ich das eingestellt, wofür ich jetzt eventuell in Verantwortung gezogen werden kann? Ich will da nur mal darauf hinweisen, das sollte man jetzt sauber regeln. Man sollte auch prüfen, was sich daraus für Ansprüche des Mitarbeiters ergeben. Denn wenn der vielleicht jetzt sagt, naja, wir haben jetzt aber regelmäßig seit 2 Jahren Homeoffice gelebt, völlig egal, ob da mobiles Arbeiten draufsteht, und wir haben das sauber nicht vertraglich geregelt. Für mich ist dann gewachsener Anspruch draus gegeben und lieber Arbeitgeber, du kommst jetzt und willst jetzt eine Vereinbarung haben oder du willst jetzt etwas von mir, das möchte ich aber nicht mitmachen. Kann ich das als Arbeitgeber verlangen? Kann der Arbeitnehmer sagen, nee, ich beruhe mich auf den Status der vergangenen 2 Jahre, das ist eine Änderung, das ist eine Regelung, die möchte ich jetzt weiter so leben? Das sind spannende Fragen, die dann aufkommen. So, und an dieser Stelle ist auch unser Motto nochmal so wichtig, gestalten ist besser als streiten. Also schau lieber jetzt hin, was ist das und regel das so, dass das am besten natürlich der tatsächlichen rechtlichen Bewertung entspricht, dass du dein Risiko vernünftig berücksichtigst und dass dann auch das ein sauberes Arbeitsverhältnis ist und da keine Drucksituation entsteht, weil der Mitarbeiter, die Mitarbeitervertretung, was auch immer, irgendwann kommt und sagt, pass mal auf, lieber Arbeitgeber, das stimmt ja alles nicht. Jetzt kommen uns mal ein bisschen entgegen, wenn wir uns auf eine gemeinsame Regelung verständigen wollen. Ja? Deswegen prüfe jetzt, schätze das Risiko ein, und dann mach saubere Verträge, indem du also guckst, wer wo an welcher Stelle arbeitet. Und ganz ernsthaft, die, auch selbst dann, wenn mobiles Arbeiten draufsteht, die aber im Homeoffice arbeiten, die haben sich in der Regel doch eine Arbeitsplatzatmosphäre geschaffen, dass die, wenn der Arbeitgeber mit einer Checkliste darauf hinweist, was der eigentlich alles einhalten soll, dass die überwiegend schon selber dafür Sorge getragen haben. Die Investition ist auch gar nicht das Problem mehr. Ja? Du musst jetzt einfach nur gucken, dass du dir diese Absicherung im Unternehmen schaffst, zum einen im Verhältnis Mitarbeiter-Arbeitgeber, zum anderen im Verhältnis öffentliche Hand, Arbeitsschutzgesetz,
Gewerbeaufsicht und versicherungstechnischer Geschichten. Ja, da möchte ich dich sensibilisieren, mal in deinem Unternehmen das zu prüfen. Egal, ob du Arbeitgeber, Selbstständiger, HR-Mitarbeiter oder ob du Mitarbeiter als solches bist, prüf das mal durch, sorge dafür Rechtssicherheit, gestalte das Ganze, denn ein sauberer, aufgestelltes Arbeitsverhältnis ist mit gleicher Zielrichtung das, was dann auch Mehrwert für beide Seiten, mindestens beide Seiten bringt. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn du mehr Fragen dazu hast, wie du das konkret ausgestalten kannst, dann hör dir eine der anderen Folgen an zu dem Thema Homeoffice, die bei mir in der Mediathek zu finden sind. Guck auch gerne bei uns auf die Homepage, auf unseren Blog unter www.kanzlei-wulff.de. Kannst mir und meinem Team Arbeitsrecht gerne schreiben unter der E-Mail-Adresse info@kanzlei-wulff.de. Dann können wir da auch in den Austausch gehen, also sprich bei persönlichen Nachrichten können gucken, ob wir dir einen Tipp geben, wie wir dir vielleicht auch Formulare an die Hand geben können, dass du auch beim Kostenrahmen das Ganze irgendwo in Grenzen halten kannst, aber hab eine Sicherheit, denn dafür ist das Ganze da. In den jetzigen Zeiten, wo wir so viele unsichere Punkte, so viele Herausforderungen zu bewältigen haben, da musst du gucken, wo du Sicherheiten schaffen kannst. Und das ist mir wichtig, dabei helfen wir dir, dann setz dich mit uns in Verbindung. Abonniere gerne diesen Podcast, folge uns auch auf den sozialen Netzwerken, bleib da auch mit uns im Austausch, wir freuen uns da immer drüber. Das Ganze macht's lebendig, stell mir auch Fragen, vielleicht nehme ich das mal in einer unserer Folgen auf oder einer meiner Kollegen kommt mal mit rein. Was immer du willst, wenn du Spaß hast, wenn du weiterkommen willst, dann sei nächste Woche dabei, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Einfach Recht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ciao, ciao.